Für uns keine schönen Bilder. Auf afrikanischen Märkten aber sind solche Szenen längst alltäglich. Der Kaneshi-Markt in Ghanas Hauptstadt Accra. Mühsam zerkleinern die Verkäuferinnen Klumpen aus tiefgefrorenen Hühnerteilen, präsentieren ihre Auslagen in ungekühlten Vitrinen, wo das Fleisch dann tagsüber vor sich hintaut. Innereien, Schenkel, Flügel, Rücken, produziert in aller Welt, exportiert in Entwicklungsländer, weil sie sonst nicht zu verkaufen sind. Die Kisten hinter den Verkaufsständen zeigen, woher das Fleisch stammt. Aus den USA, Brasilien, Europa. Millionen Hühner werden dort tagtäglich geschlachtet. Geflügelproduktion im Überfluss, damit die Konzerne das Fleisch möglichst billig produzieren und anbieten können. Die Masse macht's. Dabei geht es vor allem um das Brustfleisch. Es verkauft sich in Deutschland am besten. In diesem Geschäft besteht das Geflügelangebot zu 80% aus Brustfleisch. Die wenigen ganzen Hähnchen und Suppenhühner finden sich hinten in der Ecke. Nischenprodukte, die in unserer Esskultur kaum mehr haben. Was soll ich mit dem ganzen Tier zu Hause? Viel zu unpraktisch. Ich kann das nicht auseinandernehmen. Ich weiß auch nicht, wie ich das kochen soll. Ich bin unbegabt. Ich will erst noch am liebsten Brust, weil da kein Fett und kein Haut und nichts dran ist. Ja. Natürlich, bei uns lassen sich auch andere Teile wie Schenkel und Flügel vermarkten. Doch was übrig bleibt, muss weg. Zum Beispiel in den Export. Zum Beispiel nach Afrika. Schätzungsweise 90.000 Tonnen gelangen so jährlich nach Ghana. Vor 10 Jahren waren es noch 9.000 Tonnen. Allein in diesem Kühlhaus landen täglich 2,5 Container mit der globalen Tiefkühlkost. Hier Ware aus Brasilien und den Niederlanden. Doch die Folgen dieser Importschwemme sind für ein Entwicklungsland wie Ghana fatal. Die eigene Hühnerindustrie beispielsweise ist inzwischen nahezu ruiniert. Viele Zuchtbetriebe bankrott. So wie der Hof von Welbeck Asante. 6.000 Tiere hatte er einmal. Dann kamen die gefrorenen Importhühner und er ging pleite. Jetzt beten wir zu Gott, dass die Regierung und die Behörden dafür sorgen, dass uns geholfen wird. Dass keine Hühner mehr aus Europa hierher kommen. Wir müssen für die Zucht doch schon die Küken aus Europa importieren. Und jetzt schicken sie uns die zerteilten Schlachthühner. Ich bete dafür, dass uns die Behörden helfen. Welbeck Asante und die meisten Kleinbauern in Ghana haben in der jetzigen Situation keine Chance gegen die ausländische Konkurrenz. Und die Krise zieht immer weitere Kreise. Dort, wo einheimische, lebende Hühner verkauft werden, ist durch die Importe das Geschäft immer mehr weggebrochen. Die meisten Händler haben aufgegeben. Auch für die Rupfer und Schlachter gibt es kaum noch etwas zu tun. Gegen die billigen Kleinteile aus dem Ausland kommen sie nicht an. Bei uns also hygienisch verpackt, Genuss ohne Reue. In Afrika Pleite und Perspektivlosigkeit. Ein absurd anmutender Zusammenhang zwischen unseren Essgewohnheiten und der Situation vieler afrikanischer Hühnerbauern. Doch unsere Essvorlieben und die Resteimporte ruinieren nicht nur Existenzen, manchmal gefährden sie auch die Gesundheit. Ein Blick in die Kühltruhen auf vielen afrikanischen Märkten offenbart warum. Wie oft diese Tiefkühlteile aufgetaut und wieder eingefroren wurden, kann man erahnen. Auch die Zahl der Krankheitserreger. Die Kühlketten in Afrika streng einzuhalten, ist schon wegen der großen Hitze und der häufigen Stromausfälle unmöglich. Ein Ende der Resteinvasion aber ist nicht in Sicht. Reklame für die Gefrierteile aus aller Welt gehört heute in Westafrika zum Straßenbild. Und genauso selbstverständlich ist es inzwischen, dass ein bayerisches Suppenhuhn eine Reise über Kontinente macht. Wie diese ehemaligen Legehennen aus der Massentierhaltung. In Deutschland unverkäuflich, landen sie eben hier. Irgendwo in Afrika.